Parteien und ihre Botschaften nicht in feierlichen Worten und das Volk tragen können, sondern indem aufgehetzt, aufgewiegelt und gebrüllt wird. Das sind Leute, die nichts Gutes im Schilde führen, die auch gar nicht hier sind, um zu feiern, die sich auch der Tragweite dieses Tages überhaupt gar nicht bewusst sind, für die dieser Ort hier auch ein austauschbarer ist, sondern die neue Spaltungen vollziehen wollen. Spaltung diesmal nicht anhand von Ost und West und vielleicht auch nicht gezogen durch eine Mauer quer durch unser Land hindurch, sondern Spaltungen zwischen den Geschlechtern, zwischen sexuellen Orientierungen, zwischen vermuteten oder tatsächlichen Migrationshintergründen und anderem mehr. Das ist das Geschäft derjenigen, die da drüben ihre Kundgebung veranstalten, die für kein politisches Problem eine Lösung, aber sehr wohl für jede Lösung ein und manchmal auch noch viel mehr Probleme haben, die sie aufblasen, von allen Seiten bunt bemalen und beschreiben. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Politik sein sollte. Politik sollte eigentlich die Betrachtung von Wirklichkeit sein und das Anbieten von Lösungen, damit das Zusammenleben besser funktioniert. Doch da wird gespalten und auseinandergetrieben. Und das bedrückt mich, gerade auch an diesem Tag. Häufig wird von diesen und anderen Leuten behauptet, dieses Land sei gespalten an Fragen von Klimaschutz, anhand der Frage, ob man sich menschlich gegenüber denjenigen, die vor Krieg und Gewalt flüchten, zeigen soll oder nicht. Lasst euch das nicht einreden. Mir ist das wichtig, das gerade an diesem Tag zu sagen. Unser Land, unsere Gesellschaft sind nicht gespalten an der Frage, ob man was gegen den Klimawandel tun möchte oder nicht. Unser Land ist bei allen Befragungen, die ich kenne, nicht gespalten an der Frage, ob wir solidarisch miteinander umgehen wollen, ob Gerechtigkeit walten soll, ob man mehrheitlich der Meinung ist, dass Hilfe auch über Grenzen hinweg notwendig ist. Das spaltet unsere Gesellschaft nicht in der Mitte. Aber es gibt Dinge, die tatsächlich in der Mitte unserer Gesellschaft spalten und wo dieser kleine Bach hier tatsächlich auf der Landkarte in Deutschland immer noch eine Grenze darstellt, nur über das Thema, bei dem diese Grenze immer noch sichtbar ist auf den Karten, darüber spricht diese Partei da drüben und sprechen ihre Freunde gar nicht. Das sind nämlich Fragen von Einkommen, von Vermögen, von Daseinsvorsorge und sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Darüber würde es sich lohnen, an einem Tag wie heute zu sprechen, warum es über 30 Jahre gedauert hat, bis Renten nun endlich in diesem Jahr auf beiden Seiten des Baches angeglichen worden sind, warum wir zwei Drittel der Arbeitgeber im Osten haben, die tarifflüchtig sind, die keine Tarifverträge mehr in ihren Unternehmen haben, was unterm Strich bedeutet, dass Beschäftigte eine Wochenarbeitsstunde mehr und gleichzeitig 11% weniger Lohn haben. Das ist eine Grenze, die unsere Gesellschaft immer noch teilt. Und dazu sagen diese Spalter aber überhaupt gar nichts, weil sie kein Interesse an der Lösung von Problemen haben, sondern weil es ihr Lebenselixier ist, dass Probleme bestehen bleiben, dass sie größer werden, dass Menschen gegeneinander aufgeriegelt werden. Wer was gegen die tatsächliche Spaltung tun möchte, der muss sich dafür einsetzen, dass Gewerkschaften, so wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, der hier auf der Demokratie fest vertreten ist, dass die gestärkt werden, dass Beschäftigte in Gewerkschaften gehen. Und wir müssen politisch was dafür tun, damit diese Gewerkschaften gut verhandeln können.